Hallo ihr Lieben, das soll nur ein ganz, ganz kurzes Vorwort zu diesem Video werden, denn in diesem Video soll es um meinen kompletten Sub gehen. Ich habe dieses Video letztens bei der lieben Vilja gesehen, ich verlinke es euch nochmal unten in der Infobox und sie hat in diesem Video auch ihren kompletten Sub einmal gezeigt und da dachte ich, das ist doch eigentlich eine gute Idee, so für euch und für mich, dass ihr meinen kompletten Sub mal seht und dass ich mal wieder so ein bisschen ein besseres Gefühl für den Sub vielleicht auch kriege. Und ja, ich habe jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgezählt, wie viele Bücher ich auf dem Sub habe, aber es dürften so um die 100, 110 sein, ich weiß es nicht genau. Und ja, die wollte ich euch einfach alle einmal ganz kurz zeigen, denn ich wollte sowieso mein Bücherregal aufräumen und mal neu einsortieren und dann passt das ganz gut. Und wie gesagt, dann habe ich auch mal gleich wieder einen besseren Überblick darüber und deswegen gibt es jetzt meinen kompletten Sub. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch ist mein aktuelles Current Reading, Burm Kings von J.R. Ward. Burm Sins von J.R. Ward. Der Kuss der Finsternis von Cressley Cole. Versuchung des Blutes von Cressley Cole. Dragon Kiss and Dragon Dream von Gia Eiken. Dragon Touch and Dragon Fire von Gia Eiken. Der goldene Kompass von Philip Pullman. Himmelstiefe von Daphne Unruh, Nora Roberts, Sternenregen, Der Rubindrache von Peter Ward, Gelöscht von Terry Terry, Hope in Despair, Hoffnungsschatten von Carina Müller, Midnight Girl, das Lied des Feuervogels von Melissa Gray, Blutbraut von Lynn Raven. Das Buch habe ich schon als Hörbuch gehört, aber ich wollte es trotzdem nochmal lesen. Margus Spuren von John Green, Die unendliche Geschichte von Michael Ender, Mein Tag ist eine Nacht von Melanie Rose, Die Wahrheit meines Vaters von Jodi Picoult, Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Rachel Gibson, Liebe fertig los. Nirgends wirst du sicher sein von Nancy Bush. John Grisham, Anklage. Night Falls, Du kannst dich nicht verstecken von Jenny Milchmann. Nur einen Horizont entfernt von Laurie Nelson Spielman. Verliebte Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Play On, Dunkles Spiel von Samantha Young. Der Nachtwandler, Sebastian Fitzek. Water on Air von Laura Kneidel. Zweimal Hölle und Zurück von Mary Janice Davidson. Wer zweimal stirbt, ist länger tot von Mary Janice Davidson. Die Gilde der Jäger von Nalini Singh. Engelsdunkel, Engelskrieger, Engelslied und Engelsseele. Frost wie Schatten von Sarah Rash. Diamonds for Love, Verlockende Nähe von Leila Hagen. Game of Hearts von Geneva Lee. Game of Passion von Geneva Lee. Die Überlebenden von Alexandra Braken. Furchtlose Liebe von Alexandra Braken. Spinnenbeute, Elemental Assassin 5 von Jennifer Istep. Spinnenfeuer, Elemental Assassin 6 von Jennifer Istep. Black Blade, Das dunkle Herz der Magie von Jennifer Istep. Black Blade, Die helle Flamme der Magie von Jennifer Istep. Feenrache von Tamina Berger. Die Berufene von M.R. Carey. Die Widerspenstigkeit des Glücks von Gabriele Zevin. Die Quersumme von Liebe von Katrin Ziepse. Dich tanzen zu sehen von Maggie Shipstead. Totenbraut von Nina Blajon. Silo von Yu Yui. Wolkenschloss von Kerstin Gier. Stigmata von Beatrice Gurian. Der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. The Chemist, die Spezialistin von Stephanie Meyer. Alles Begehren von Ruth Jones. Love Letters to the Death von Ava DeLyra. Rain, das tödliche Element von Virginia Burchett. Justins Heimkehr von Breath Anthony Johnston. Legend, Berstende Sterne von Marie-Lou. Legend, Schwelender Sturm von Marie-Lou. Secret Fire, die Entflammten von CJ Doherty. Perfect, Willst du die perfekte Welt von Cecilia Ahern. Vollendet von Neil Schusterman. Misty Falls, Die Macht der Seelen von Joss Sterling. Scythe, Die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Poison Princess von Cressley Cole. Poison Princess, Der Herr der Ewigkeit von Cressley Cole. Poison Princess, In den Fängen der Nacht von Cressley Cole. Verwandlung, Ocean Rose 1 von Trisha Rayburn. Erwartung, Ocean Rose 2 von Trisha Rayburn. Erfüllung, Ocean Rose 3 von Trisha Rayburn. Dawn Cook, Die erste Wahrheit. Dawn Cook, Die geheime Wahrheit. Dawn Cook, Die verlorene Wahrheit. Dawn Cook, Die letzte Wahrheit. Die Phönixchroniken von Laurie Handeland. Asche, Glut, Blut, Fluch. After Passion, After Truth, After Love, After Forever von Anna Todd. Schweig still, süßer Mund. Sei lieb und büße. Singe, fliege, Vöglein, stirb von Janet Clark. Die Gilde der schwarzen Magier. Die Rebellen. Die Novizin. Die Meisterin von Trudy Canavan. Der letzte Engel. Der letzte Engel. Der Ruf aus dem Eis von Zoran Drevenka. Young World. Die Clans von New York. Young World. Nach dem Ende von Chris Weitz. Die Engelsfurst-Trilogie. Circle. Feuer. Schlüssel von Sarah B. Elfgreen und Mats Strandberg. Die Verratenen, die Verschworenen, die Vernichteten von Ursula Poznanski. The Bone Season, die Träumerin, die Denkerfürsten.
von Samantha Shannon. Die Amor-Trilogie Delirium, Pandemonium, Requiem von Lauren Oliver. Ashes, Brennendes Herz, Tödliche Schatten, Ruhlose Seelen, Der schwarze Mond von Ilsa J. Bick. So, meine Lieben, und das war ja auch schon mein kompletter Sub. Und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, sind es genau 109 Bücher, die sich zu diesem Zeitpunkt auf meinem Sub befunden haben. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich schon ein, zwei Bücher noch gelesen, die jetzt auch noch mit drunter sind von meinem Sub. Ich habe auch die Neuzugänge, die ich in diesem Monat lesen werde, nicht mit auf den Sub-Stapel gezählt, weil ich sie sowieso gleich lesen werde, denn es sind größtenteils Rezensionsexemplare und die muss ich einfach lesen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal von einem aktuellen Sub von 109 Büchern aus. Ja, und das war's dann auch schon von diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.